Hey und schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du ein kuscheliges, schnelles Hasenschmusetuch nähen kannst. Es eignet sich perfekt, um auch kleinere Stoffstücke zu verwerten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Zum Nähen des Kuscheltuchs verwende ich ein Reststück Stoff von einer Kuscheldecke sowie ein bisschen Musselin. Du kannst es aber aus jedem Stoff nähen, den du möchtest. Da ich hier mit Reststücken arbeite, sind meine Stoffe auch nicht gleich groß. Ich verwende zwei Rechtecke mit den Maßen 20 x 25 cm. Der eine davon, der nachher oben sein soll, also wo die Ohren reinkommen, wird diagonal durchgeschnitten. Du kannst die Maße aber auch einfach anpassen und das Ganze zum Beispiel quadratisch nähen oder größer oder kleiner, eben das, was dein Stoff hergibt. Dann benötigst du noch 4 Schnittteile von den Ohren. Wenn du aus Stoffresten nähst, kannst du natürlich auch 4 verschiedene Stoffe verwenden. Ich nutze zweimal den oberen und zweimal den unteren Stoff. Hierzu habe ich mir eine Papiervorlage geschnitten mit einer Höhe von 12 cm und unten sind es 7 cm. Im Bruch dann eben 3,5. Und nach dieser Vorlage habe ich mir dann 4 Schnittteile von den Ohren gemacht. Und mit den Ohren beginnen wir jetzt auch. Nimm dir je die 2 Schnittteile, die ein Ohr ergeben sollen, und lege diese rechts aufeinander, also so, dass die schönen Seiten innen sind. Dann nähst du an beiden Seiten nach oben, so dass diese geschlossen sind. Die untere Kante bleibt als Wendeöffnung offen. So in etwa sehen die Ohren dann nach dem Nähen aus. Wenn du mit einer normalen Nähmaschine genäht hast, solltest du die Nahtzugabe noch etwas zurückkürzen, vor allem oben an der Spitze. Denn so bekommst du sie beim Wenden schöner ausgeformt. Wende die Ohren jetzt auf die rechte Seite, also so, dass die schöne Stoffseite außen liegt, und bügle sie gegebenenfalls einmal flach. Jetzt wird die Tuchseite genäht, an welcher die Ohren befestigt werden. Hierfür benötigen wir das Rechteck, welches du diagonal durchgeschnitten hast. Du hast also 2 Stoffdreiecke. Diese legst du jetzt so hin, dass sie wieder ein Ganzes ergeben. Die schöne Stoffseite zeigt dabei nach oben. Jetzt nimmst du dir deine beiden Ohren und legst sie etwa mittig auf dein Tuch an die Kante. Da ich, wie schon gesagt, Stoffreste verwende, überprüfe ich hier noch einmal, ob die Ohren so platziert sind, dass auch der andere Stoff die Ohren abdeckt. Wenn das so dann also passt und du zufrieden bist, wie die Ohren platziert sind, dann nimmst du dir das andere Dreieck und legst dieses mit der rechten Seite nach unten obendrauf. Du hast also eine Art Sandwich, oben und unten hast du jeweils die Dreiecke, die dein Tuch ergeben, und in der Mitte die Ohren. Und die rechten Stoffseiten deines Schmusetuchs zeigen beide nach innen. Nähe jetzt die untere Kante zu. Wenn du eine Overlock nimmst, kannst du einfach drüber nähen. Bei einer normalen Nähmaschine würde ich dir empfehlen, an der Stelle, wo die Ohren sind, doppelt zu nähen. Die obere Seite, die mit den Ohren für dein Schmusetuch, ist jetzt auch schon fertig. Falls du mit einer normalen Nähmaschine genäht hast, könntest du jetzt die Nahtzugabe auseinanderklappen und drüber bügeln, sodass das Ganze ein bisschen flacher wird. Nimm dir jetzt dein zweites Stoffstück, also die Unterseite deines Schmusetuchs, und lege diese oben auf deine Ohrenseite drauf. Wichtig ist jetzt dabei, vor allem falls du die Ohren länger gemacht hast oder dein Tuch kleiner ist, dass du darauf achtest, dass die Ohren wirklich im Inneren sind. Klapp sie notfalls einfach um. Nicht, dass du diese jetzt aus Versehen festnähst, wenn du das Stoffstück schließt. Zum Verschließen nähst du komplett außenrum. Wichtig ist, an einer Seite lässt du eine Wendeöffnung von etwa 3 bis 4 cm. Jetzt ist das Schmusetuch auch schon fast fertig. Nach dem Nähen könntest du jetzt wieder die Nahtzugaben etwas zurückschneiden. Wichtig, im Bereich der Wendeöffnung wird die Nahtzugabe nicht zurückgeschnitten. Denn diese benötigst du nachher, um dein Stoffstück zu schließen. Jetzt geht's also ans Wenden. Dreh das Ganze durch die Wendeöffnung hindurch komplett um. So, dass die schöne Stoffseite und vor allem die Ohren außen liegen. Die Ecken kannst du mit Hilfe von einem nicht spitzen Gegenstand, zum Beispiel einem Kugelschreiber, ein wenig ausformen, sodass diese schön spitz nach außen kommen.
Wenn du damit dann fertig bist, kommt der letzte Schritt, und zwar das Verschließen der Wendeöffnung. Klappe hierfür die Nahtzugabe, die du ja extra lang gelassen hast, nach innen, sodass sie auf einem Level mit dem anderen Stoff ist. Wenn du dann eine gerade Kante hast, steckst du hier am besten gut fest und steppst jetzt das gesamte Tuch einmal knappkantig ab. Das bedeutet, du nähst ein paar Millimeter neben der Kante das Tuch einmal herum. Hierdurch wird die Wendeöffnung dann verschlossen. Abgesteppt wird mit einem normalen Geradstich. Denke bei der Auswahl des Garns daran, dass man sowohl oben als auch unten den Garn sieht. Und hier kannst du jetzt ganz gut sehen, wie nah ich am Rand entlang nähe. Ich orientiere mich hier am Füßchen. Und wichtig, denk ans Verriegeln der Naht am Anfang und am Ende. So, und hier siehst du das Ganze jetzt einmal in der abgesteppten Version. Hier kannst du jetzt die Naht sehr gut erkennen. Zum Schluss musst du nur noch alle überstehenden Fäden vernähen und abschneiden und dann bist du auch schon fertig. Fertig ist also dein Hasenkuscheltuch. Es eignet sich auch perfekt als kleines Mitbringsel nach der Geburt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.